Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf Gamerscheck LP. Und zwar handelt es sich dabei um Lara Croft and the Temple of Osiris. Ich bin der Onkel und mein Koop-Partner ist der liebe Odin. Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Richtig und, ein etwas älteres Spiel. Aber wir sind sehr gespannt, wie es ist. Das geht Koop eigentlich zu viert, aber wir haben uns gedacht, wir wollen mal wieder einen... Ich will nicht die Schlampe. Wir wollen mal wieder ein, keine Ahnung, ob du das auswählen kannst. Ja, wir wollen mal wieder ein Projekt zusammen machen, genau. Wir wollen mal wieder ein Spiel zweit spielen. Ich muss dem Onkel jetzt mal ein bisschen unter die Arme greifen hier. Beitreten. Ich trete dir jetzt bei, Onkel. Ich weiß nicht, ob dir jetzt beigetreten. Ich weiß nicht, ob du die Figuren auswählen kannst, dann. Ich weiß es nicht. Würde ich sagen, neues Spiel, da fängt das jetzt bestimmt mit einem Intro an und da wisst ihr, wie es läuft. Soll leise sein. Was? Oh, Zeit verbleiben 27. Bitte warten, während deine Mitspieler eure Speichereinstellung festlegen. Aha. Okay, was soll ich denn jetzt sagen? Das ist irgendwelche Speichereinstellung. Post, Fortschritt 0. Dein Fortschritt? Okay. So, ich bin ich kann... Lara. Ach, du willst den Horus haben. Achso, man kann jetzt hier. Okay, na dann bleib ich Lara. Sollen wir beide Lara nehmen? Nee. Warum nicht? Geht nicht. Geht nicht. Nee, dann leuchtet nicht. Dann nehme ich den. Nimm doch. So, jetzt kommt der Vorspann. So, dann stille sein. In der ägyptischen Mythologie hat der Gottkönig Osiris die Reiche geeint und weise und gerecht über Ägypten geherrscht, bis er von seinem Bruder, dem Thronräuber Seth, getötet wurde. Osiris' Frau, die Göttin Isis, barg den leblosen Körper ihres Mannes. Mit der Macht des Stabes von Osiris brachte sie ihn in die Welt zurück. Allerdings gerade lange genug, um einen Sohn zu empfangen. Horus. Als Seth hörte, was sie getan hatte, stahl er den Stab und setzte Isis und Horus mit Hilfe seiner Macht gefangen. Dann riss er die wiederbelebte Hülle von Osiris in Stücke und verteilte diese über das gesamte Land. Bis er unangefochten über Ägypten herrschte. Als die Macht seines Reiches schwand, stieg er hinab in die Unterwelt, die Duat, um dort noch größere Macht zu finden. Doch nur Osiris hatte die Macht, aus der Duat zurückzukehren. Und ohne den Stab war Seth dort für alle Ewigkeit gefangen. Der Osiris-Tempel blieb tausende von Jahren versiegelt, bis ich einen Zugang entdeckte. Aber ich war nicht allein. Carter Bell, ein aufstrebender Archäologe, suchte ebenfalls nach dem Stab. Hier war er also, der Stab von Osiris. Jetzt war das Rennen eröffnet. Carter, warten Sie! Ha, diesmal nicht, Croft! Aber es war zu spät. Der Stab war eine Falle. Der Tempel ein Kerker. Carter und ich wurden verflucht. Wir schulden euch Dank, Reisende. Ihr habt uns aus unserem Gefängnis befreit. Aber nun seid ihr des Todes. Ihr habt nicht viel Zeit. Die Duat, das Reich der Toten, erwartet euch. Ich bin Isis und das ist mein Sohn Horus. Wir sind die letzten der alten Götter, die gegen Seth standen. Wenn ihr leben wollt, müssen wir aus diesem Tempel fliehen und die Teile von Osiris finden. Habe ich mir richtig nach Hause gesucht. Okay, oh. Warte mal. Oh, hast du, guck mal, vorne den Totenkopf. Siehst du das? Die Falle, die uns gefangen hielt, hat euch gebrandmarkt und Amit, die Fresserin der Herzen, beschworen. Sie wird aus der Erde steigen und euch finden. Und dann wird Anubis über euch richten. Nimm den Stab. Mit seiner Macht kann ich dich führen, egal wie weit weg wir sind. Schnell, Sterbliche. Du bist hier nicht sicher. Okay, also... Also haben sie aber gut überarbeitet, oder? Guck mal die Grafik an. Also X kannst du springen, Viereck ausweichen. Oh! Ey, aber überleg mal, die holt ihn zurück, weißt du? Dann ficken sie eh mal und nur und dann wird sie gleich schwanger und dann sagt sie, ja, ist okay. Nu. Achso, ging's immer. Ja, ich. Wie haust du jetzt mir zu? Ups. Ah, ich kann ihn hinpacken.
Okay. Hä? Ich kann hier sowas machen. Das? Keine Ahnung. Erklären die uns noch die Fähigkeiten? Weil ich hab hier nicht irgendwie kämpfen. Ich kann meine Waffe ziehen. Warte mal. Also meine Waffe ziehe ich mit oben. Kann ich ausweichen? Kann ich gar nicht. Ja. Du kannst gar nicht oben. Okay, Moment. Also ich kann die Waffe ziehen und dann kann ich... Naja, keine Ahnung. Hier hinten liegt auf jeden Fall was. Okay, wir müssen hier rüber. Wenn du nochmal drückst, kannst du auslösen, deine Waffe. Warte mal, ein Stück mal hier. Ich hab was. Was? Achso. Achso. Kann ich auch nicht machen mit L1. So. Okay, guck mal, hier geht's so lang. Ach, ich hab eine Taschenlampe bei. Ach so. Was denn die? Erinnerst du dich an Dings? An How to Survive? Ja. Naja, mit dem rechten Stick musst du... Ist das? Das Mal von Seed. Er ist noch immer in der Duat gefangen. Ah, hier. Hat aber dennoch Macht in unserer Welt. Wir müssen diese Male zerstören, wo immer wir sie finden. Mit dem rechten Stick kannst du anziehen, anvisieren und mit dem R2 schießt du. Ah. Na, warte mal, renn mal nicht so schnell vor. Ich bin noch hier unten. Ja, müsst du mal da, kannst du denn mit X springen? Ja doch, ich will aber hier unten auf alle holen. Du holst also. Nur das Licht des Stabes kann diese Risse schließen. Boah, Mann, ich muss mal die Dialoge noch ein bisschen leiser stellen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja laut. Bei mir nicht. Ich habe auch ein cooles Headset, das ich hier halt runterregeln kann, weißt du? Ja, bei dir auf dem Ohr. Hier geht's auch irgendwie noch weiter, aber ich komme gerade nicht weiter. Oh, jetzt doch. Oh, wieso kriegen das scheiß Feld jetzt hier nicht weg? Für mich steht hier die ganze Zeit, dass ich hier L3 drücken soll. Ja, geht sowieso nicht weiter, komm. Warte. Geht echt nicht weiter? Doch, hier oben. Auf der Taschenlampe. Geht's hier unten? Nee, doch nicht. Doch kann nicht. Kann man hier unten weiter? Oh, nee. Nee, da stirbst du. Wie komme ich jetzt zurück? Hallo? Du bist doch wieder da. Na, warte mal, ich will jetzt noch hier hinten lang gehen, gucken, ob ich da noch alles habe. Ich hab zwar alles geholt, aber ich will nochmal sicher gehen. Schön, dass das natürlich die ganzen Dinger hier weg sind, die ich aufgemacht habe. Also verschwindet es auch mit einer Zeit. Na komm. Ja, ich hab jetzt alles. Ui! Warte mal, hier oben war es noch nicht überall. Das Problem ist, das, was du jetzt da drinnen geöffnet hast, verschwindet. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen, das zu holen. Was machst du da? Also du musst rüber gehen. Ich würde gerne erstmal hier gucken noch. Ja. Bleib hier stehen. Dann geht auch der Bildschirm nicht weiter. Warte. Oh, was ist das? Was mach ich denn?
Okay, jetzt haben wir hier alles. Warte mal. Der guckt dich an! So, jetzt guckt es dich gleich an. Wow. Wart wohl. Ich hab's platt gemacht, Onkel. Ja, aber warte mal bitte auf mich. Meine kleinen Götter, seid ihr endlich gekommen, um vor mir zu kriechen? Ich schulde euch Dank. Tausende von Jahren war ich in der Dunkelheit der Duat gefangen. Aber als ihr den Stab berührt habt, sang er für mich. Er führte mich hierher zurück, damit ich mir nehmen kann, was mir gehört. Du bist ein Mörder und ein Tyrann, Seth. Wir werden Osiris rächen und dich für alle Zeit in die Duat verbannen. Natürlich. Aber während ihr in der Gefangenschaft verwegt seid, habe ich die Geheimnisse der Duat gelüftet. Ich werde in diese Welt zurückfinden. Und ihr habt mir den Weg gewiesen. Ich hole mir meinen Thron zurück. Da. Seth schickt seine Armee. Er hat den Kreislauf von Leben und Tod befreit und diese Seelen zu seinen Sklaven gemacht. Ah, er macht aus dem Reich meines Vaters ein Trostenspiel. Die Macht von Osiris ist immer noch in seinem Stand. Wenn wir ihn erheben, wird seine Glyphe auf alles einwirken. Was ist denn das hier? Warte mal hier. Isis und Horus können L2. Komm mal her, bitte. Warte. Wir können jetzt hier irgendwie mit L2 können wir irgendwas machen. Wie schau? Wow, hast du gesehen? Nee. Da unten war gerade ein Krokodil oder sowas. Ein Riesending. Ach, du meinst, ja, das ist diese aus der ägyptischen Mythologie. Das hat aber so eine Art Sphinxkopf. Ich komme aber nicht auf den Namen, wie das Ding heißt. Mach mal Licht an. Wie machst du ein Licht an? Ich will auch mal Licht anmachen. Kann ich das auch? Mit L1. So, jetzt haben wir ja hier nichts. So. Aber doch, hier ist was irgendwie. Ja. Ja, warte. Wie markiere ich dich jetzt? Ich will hier auch wieder so ein Ding haben. Wie hast du das gemacht? Ich hab doch sowas, denke ich, beim R1. Es muss einen Weg nach oben geben. Nee, das hab ich nicht. Du musst mich erstmal ranziehen. Halt deine Augen. Komm, warte mal, ich glaube, hier oben geht's weiter. Was ist denn jetzt irgendwie mit der Tür? Ja, ich kann da nicht hoch. Du musst mich mit R1 ranziehen. Ja, ich frag mich aber erstmal, was da unten noch mit der Tür ist, die wir geöffnet haben. Da habe ich doch was geholt. Was, wie hast du was geholt? Was ist da drin? War so ein Ding drin. Echt? Okay. Da, weil ich diese komische Kugel da ab kaputt gemacht habe. Ja, da brauchst du dich wieder dazu hier. Danke. So, okay. Jetzt das ist zu so. Mir, zu mir zuerst. Was denn zu dir? Ich muss dich hochholen. Ja. Kannst du mit dem Seil, kannst du mich auch hier... So. Ja, darfst du mir nicht blocken. Weil da steht, ich soll R1 drücken. Hoppala. Hier, Haken. Ich hab dir doch gegeben, du wolltest doch gerade die Wand hochklettern. Komm einfach zu mir. Mitziehen. Halten. Komm einfach, es ist meine Befehl, was ich machen soll. Aber warum wird mir denn dein Befehl angezeigt? Was soll denn der Scheiß? Warte. Da, das ist meins. Schild aktivieren. Andere Charaktere. Achso, dann stell dich mal hier ran, bitte. Krasse Scheiße, das ist ja cool gemacht. Und jetzt müsste ich hochholen, ja, kannst dein Schild wieder ausschalten. Ah, alles klar, komm hoch. Geil! Warte, lass mich mal Feuer machen. Oh. Du kannst kein Feuer machen. Ja. Oh, scheiße, das habe ich beide eingesammelt. Na, drück mal L1. L1? Hm. Nee, kann ich doch nicht. Ach doch, das kann nur ich. Diskriminierung ist bitte. Wieso, dafür kann ich keine Schilder machen. Kannst du noch mal ein Schild machen, bitte? Nee, wir müssen hier runter. Da kommst du nicht rein. Machen wir noch ein Schild. Ein Schild. Danke.
Ich muss mal ein bisschen weiter weggehen. Ich bin gerade runter. So, jetzt. Okay. Wir müssen weiter. Nicht auszudenken, wenn ihr mit euch... Ach, so, ich will aber noch nicht. Ich will aber noch nicht. Warte. Ist noch schon. Ja. Okay, dann hier rein. Oh. Hier drüben hast du Dings, Energie. Oh, drücke drei, um eine Bombe zu deponieren. Sehr praktisch, diese Bomben. So. Haltet euch einfach von der Warte mal, ich hab hier gerade einen. Yeah. Ich auch nochmal, warte. Ja, oh, glaube ich. Ah. Ups. Warum? Weil wir wie die Geier sind. Ja, weil wir alle da haben wollen. Boah. Hinten ist Energie. Achso, hast du auch welche. Oh, Feuer. Oh Mann, wer hat denn jetzt hier... Na, da kann ich dich dann... Ja, eins und mit... Okay. Aua. Alles klar, warte mal. Oh, scheiße, doch nicht. Nein! Du hängst dich darüber dran, wisst ihr, und dann passt es schon. So, meine lieben Freunde, da würde ich es auch sagen. Mit diesem schönen Tod, ja, mit diesem schönen Tod beenden wir auch hier den Part, meine lieben Freunde. Ist auf jeden Fall ein schönes, lustiges. Du bist ein Trottel. Das ist auf jeden Fall ja, interessant, wie es jetzt hier weitergeht. Ist natürlich sehr interessant. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, im nächsten Part wieder. Kanal von Odin ist natürlich unten wieder verlinkt. Und Dankeschön. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wie bis zum nächsten Mal und tschaußen. Tschaußen. Tschüss. Tschaußen. Was hast du denn hier für Anwandlungen?